Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir hatten ja schon mal die X-Hooker Division 1 oder damals einfach nur die X-Hooker Division auf dem Kanal in einem Review. Es kam aber jetzt die X-Hooker Division 2 und die Veränderung und was sich verbessert hat oder vielleicht verschlechtert hat. Jedenfalls alles, was sich verändert hat, das gucken wir uns heute nochmal genauer an und gehen auch nochmal kurz auf die normalen Review-Punkte ein. Wobei, da würde ich euch empfehlen, schaut auf jeden Fall erstmal vorher, falls ihr es früher nicht gesehen habt, das Video zu der Division. Die Division kostet nach wie vor 179 Euro, kommt aber jetzt in einem Set mit einem Schlauch, einem Mundstück und sogar einem Funnel. Den Funnel habe ich leider nicht da. Ich bin sehr gespannt, ob der taugt. Ist auf jeden Fall selten, dass wir sehen, dass ein Funnel in einem Standardpaket mit dabei ist. Ob er taugt, kann ich euch wie gesagt nicht sagen. Ich habe ihn leider nicht da. Schlauch und Mundstück dabei zu haben, ist allerdings was sehr Nices. Hier vorne ist ein ganz normales Edelstahl-Mundstück. Kann ich auch eigentlich mal kurz dran machen. Also das Mundstück ist ein ganz simples Edelstahl-Mundstück. Sieht schön schlicht aus, geht so in Richtung Fineliner. Hat nochmal ein kleines X-Hooker-Logo vorne drauf. Ist nett, dass es dabei ist. Ne? Habt ihr erstmal ein Mundstück bei dem Schlauch, der ja auch schon dabei ist, mit dabei. Preislich hat sich die X-Hooker Division also ein bisschen verbessert. Wir haben nämlich mehr im Paket für weniger Geld und ihr könnt bei X-Hooker wie gewohnt auch noch mit Code SWG10 10% sparen und mich gleichzeitig ein bisschen supporten. Dann kommen wir bei der Pfeife im Set mit Schlauch, Mundstück und dem Funnel bei 161 Euro ungefähr raus. Sehr, sehr wild. Das größte Feature von der X-Hooker Division war am Anfang auf jeden Fall der Teller-Blow-Off. Es gab zu dem Zeitpunkt nur eine andere Pfeife, die das konnte, und das war die Hawk-Hooker, die deutlich mehr gekostet hat, deutlich schlechtere Verarbeitung hatte, aber halt dieses eine Argument, den Teller-Blow-Off. Und da kam die Division ins Spiel mit ihrem Teller-Blow-Off. Jetzt haben wir sogar noch einen weiteren Blow-Off und es sollen noch mehr Blow-Offs kommen. Bis jetzt habe ich nur den einen weiteren Blow-Off, den ihr mit dem Sleeve dazu bekommt. Die Sleeves kosten übrigens 25 Euro. Finde ich okay für einen Sleeve. Dafür, dass sie mit dem Blow-Off-Sleeve zum Beispiel noch Funktionalität mitbringen. Für ein einfaches, simples Epoxy-Sleeve, ja, hätte man sich weniger wünschen können beim Preis. Finde ich jetzt aber auch nicht übel für 25 Euro. Wenn man aber den Blow-Off-Sleeve dazu kauft für 25 Euro, finde ich das sehr nice, weil es eben nicht nur Optik ist, sondern auch noch eine sehr, sehr coole Funktion mit sich bringt. Und zwar den sehr geilen neuen Blow-Off, der unglaublich nice aussieht. Also wenn man da ordentlich reinpustet, sieht man eine dicke Wolke aus der Rauchsäule kommen. Pustet man aber ein bisschen feiner, sieht man wunderschön, wie die einzelnen Fädchen aus der Rauchsäule rauskommen. Und das sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Also ich finde es sehr, sehr lecker. Und wenn man dann eben für 25 Euro den Sleeve dazu kauft und noch so ein Blow-Off dazu bekommt, dann finde ich die 25 Euro auf jeden Fall gerechtfertigt. Abgesehen davon, wenn euch das Ding unglaublich gut gefällt hier in diesem gelben Colorway, man kann übrigens auch noch die passenden Mundstücke dazu kaufen. Wenn es euch ultra gut gefällt, go for it. Ansonsten wäre bei mir die Wahl ganz klar auf dem neuen Blow-Off-Sleeve, den ich sehr, sehr nice finde. Was man bei dem Blow-Off auf jeden Fall noch dazu erwähnen muss, es wird oben nicht der Durchgang von dem Rauch geblockt. Das heißt, wenn ihr fest pustet, könnte der Rauch oder die Luft, die ihr reinpustet, immer noch über den Teller-Blow-Off rausgehen. In der Realität ist es mir jetzt selten passiert, dass hier unglaublich viel Rauch rauskommt. Hier sind so viele Löcher in der Rauchsäule, dass das eigentlich nicht großartig was ausmacht und da sehr wenig Rauch überhaupt vom Teller rauskommt. Ich kann ja mal sehr feste pusten und gucken, ob da überhaupt was kommt. Meistens ist es nur ein kleines bisschen. Ne, jetzt habt ihr es gesehen, also wenn ich wirklich feste reinpuste, dann sieht man oben auf jeden Fall noch ein bisschen Rauch mit rauskommen. Wollte ich auf jeden Fall erwähnen, falls das jemanden von euch stört. Ich finde es eigentlich nicht störend und so fest puste ich in der Regel nicht, weil es mit dem Sleeve sowieso geiler aussieht, wenn man ein bisschen sanfter entlüftet. Der neue Blow-Off ist aber nicht alles, was sich bei der Division 2 verändert hat. Wir haben auch eine überarbeitete Base. Das fängt damit an, dass wir für den Blow-Off nicht mehr 3 Bohrungen haben wie bei der Division 1, sondern jetzt 4 Bohrungen haben, was für ein deutlich einfacheres und gleichmäßigeres Entlüften sorgt. Außerdem an der Base neu, wir haben endlich einen Schliffanschluss. Unglaublich geile Sache, der alte Anschluss mit den 2 O-Ringen, der war in Ordnung. Aber ein Schliff ist halt tausendmal praktischer. Beim Schliffanschluss hätte ich mir gewünscht, dass da irgendwie noch so eine kleine Erhöhung ist. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn bei einem Schliffanschluss die Möglichkeit besteht, den Schlauch an so ein Endstück ranzudrücken. Also ich hätte mir gewünscht, dass hier nochmal so eine kleine Unterteilung mit drin ist. So könnte man jetzt den kompletten Schliffanschluss in dem Schlauch versenken. In der Regel erst den Schliffanschluss in die Base stecken und dann den Schlauch drüber stecken. Dann habt ihr genau die Tiefe eingestellt, wie ihr das braucht. Was auch noch neu ist, der Diffusor wurde noch ein bisschen überarbeitet. Er ist jetzt sozusagen etwas länger geworden und die Löcher sind ein bisschen cooler geworden, was in der Realität für ein deutlich gleichmäßigeres Entlüften und ein deutlich leiseres Rauchverhalten sorgt, was mir auf jeden Fall gut gefällt und man kann ihn nach wie vor abschrauben, wenn jemand keinen Diffusor benutzen möchte.
Was auch auf jeden Fall direkt auffällt, ist, dass die ganze Verarbeitung nochmal deutlich überarbeitet wurde. Die Gewinde laufen deutlich besser, das Gesamtpaket, die Wertigkeit der Pfeife wirkt nochmal deutlich hochwertiger. Und das bei dem gleichen Preis ist auf jeden Fall eine willkommene Änderung. Die alte Xhooka Division war jetzt nicht schlecht verarbeitet, es hat aber doch mal hier oder da eine Kleinigkeit gehakt. Im Großen und Ganzen war das aber schon echt okay, vor allem für den Preis von 170 Euro. Jetzt haben wir mehr Zubehör, eine bessere Verarbeitung und den gleichen Preis. Also da auf jeden Fall auch eine willkommene Änderung. Ich baue gerade nochmal den Blow-Off um, damit ich euch auch nochmal den Teller-Blow-Off zeigen kann. Da schrauben wir einfach den Teller auf, nehmen die ganze Tellerkonstruktion einmal ab, Sleeve runter, den anderen Sleeve einmal drauf und die Tellerkonstruktion einmal wieder drüber. Kopfadapter wieder festschrauben und schon sind wir da fertig mit dem Umbau. So, und schon haben wir wieder unser normales Edelstahl-Sleeve drauf. Jetzt seht ihr auch nochmal die Division 1 und die Division 2 im Grunde sehr, sehr ähnliche Pfeifen. Was ich übrigens bei der Base gerade noch vergessen habe, das alte Logo war da sehr, sehr groß drauf und sah irgendwie ein bisschen unproportional aus. Bei der neuen ist es ein bisschen kleiner und schöner verpackt, was mir auf jeden Fall auch gut gefällt. So, jetzt noch einmal der wunderschöne Teller-Blow-Off. Bei mir verläuft sich das Ganze jetzt ziemlich, aber wenn ihr in einem Windstellenraum sitzt, ich habe drüben noch das Fenster offen, damit hier nicht zu viel Rauch beim Videodreh steht, aber wenn ihr in einem Windstellenraum seid, dann verteilt sich das Ganze schön über den Kohleteller und läuft wie ein Wasserfall von den Seiten runter. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und das war damals ja schon das Hauptargument bei der Division. Wenn wir jetzt also noch mal kurz auf unsere normalen Review-Punkte eingehen, nachdem wir schon die Änderungen abgehakt haben, die es von der Division 1 zu der Division 2 gab, kommen wir als erstes noch mal kurz zu der Verarbeitung. Wie gesagt, ist die deutlich besser geworden und ich finde die jetzt für eine Pfeife für 170 Euro in einem Komplettset wirklich sehr, sehr gut. Das Rauchverhalten hat sich wie gesagt auch ein bisschen verbessert. Ich finde auch der Durchzug ist besser geworden, obwohl das Tauchrohr ein bisschen schmaler geworden ist. Das alte war aber auch schon sehr massiv und das neue ist immer noch vollkommen in Ordnung. Das sieht jetzt nicht irgendwie klein oder filigran aus. Ich habe die auch nochmal geraucht eben. Ich habe das Gefühl, dass der Durchzug wirklich geiler geworden ist. Auf einer Skala von 0 bis 100 würde ich dem Durchzug schon so eine 7,5 oder 8 geben. Das fühlt sich schon wirklich sehr, sehr nice an. Und was sich definitiv richtig gut verbessert hat, das ist das Entlüften. Die 4 Bohrungen in der Base mit den neuen Kugeln in der Verbindung sorgen für ein deutlich einfacheres Entlüften und das, obwohl die Pfeife mit 60 cm schon ziemlich hoch ist und der Weg bis zum Entlüften also auch relativ weit ist, was normal dafür sorgt, dass es tendenziell ein bisschen schwieriger geht. Bei der Division jetzt aber sehr, sehr nice. Ja, und übrigens die 60 cm, deswegen seht ihr auch heute den Kopf nicht. Ansonsten müsste ich die Kamera einmal ins andere Büro bei den Nachbarn reinstellen, damit man das Ding komplett sieht. Und das habe ich ja auch schon bei der Xhooka Division 1 gesagt. Eigentlich ist mir persönlich die Pfeife zu groß. Ich bin da definitiv eher das Team Division Nano. Für mich die deutlich coolere Pfeife, weil ich halt meistens die Pfeifen bei mir auf dem Tisch stehen habe oder auf dem Schreibtisch nebenbei. Deswegen für mich persönlich die Division Nano nach wie vor deutlich, deutlich geiler. Als ich das Video zu der Division gedreht habe, habe ich ja sogar gesagt, ich wünschte, die würde nochmal in klein rauskommen. Und sie kam in klein raus, die Division Nano. Gibt es aber auch ein extra Video zu, falls ihr euch auch eher für kleinere Pfeifen interessiert. Wenn ihr nichts gegen große Pfeifen habt, dann könnte die Division trotzdem sehr gut was für euch sein. Also der Durchzug sehr, sehr nice. Gefällt mir persönlich sehr gut. Das ist genauso der Bereich, wo ich mich gerne aufhalte. Beim Durchzug so bei einer 7,5 bis zu einer 8,5. Das ist so für mich persönlich der Sweet Spot und genau da drin liegt auch die Division. Das Entlüften, wie gesagt, auch deutlich einfacher geworden mit dem schönen Teller-Blow-Off, der wirklich sehr gut aussieht. Aber mein neuer Favorit ist auf jeden Fall hier mit dem neuen Blow-Off-Adapter, beziehungsweise eigentlich ist es kein Blow-Off-Adapter, eigentlich ist es ein komplettes Sleeve. Aber das sieht wirklich extrem geil aus und feiere ich sehr. Kommen wir also noch zum Design. Das habe ich ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Für mich ganz subjektiv lieber kleine Pfeifen. Wem große Pfeifen aber gefallen, für den könnte die Division was sein. Das Design hat sich relativ wenig verändert. Es wurde ein bisschen Feintuning betrieben, sowas wie das Logo, das jetzt noch ein bisschen besser auf die Base passt. Oder hier und da nochmal eine Kleinigkeit, die da ein bisschen schöner abgerundet wurde, was mir auf jeden Fall gut gefällt. Nach wie vor für mich eine schöne Pfeife, die ganz subjektiv für mich ein bisschen zu groß wäre, aber das ist natürlich Geschmackssache und im Endeffekt, ob euch die Pfeife gefällt, das müsst ihr selbst wissen. Kann ich euch ja schlecht erzählen. Dann kommen wir als letztes noch zum Fazit.
Fazit von der Division 2.0. Ich fand die Division 1 ja schon sehr cool mit ihrem Tellerblow-Off, mit dem relativ günstigen Preis. Jetzt haben wir denselben Preis, aber mehr im Set, noch mehr Möglichkeiten mit den verschiedenen Sleeves. Es sollen auch noch mehr Sleeves kommen. Ich finde den Durchzug besser, ich finde das Entlüften besser, die Gewinde laufen geiler. Also alles in allem, wer die Division 1 schon im Auge hatte, der kann jetzt safe auch bei der Division 2 zuschlagen. Ob sich ein komplettes Upgrade lohnt? Ich glaube nicht. Also wer die Division 1 hat, der muss auf jeden Fall nicht die Division 2 kaufen. Ich denke, da ist man mit der Division 1 auch sehr gut bedient. Falls ihr, wie gesagt, schon mit dem Gedanken gespielt hättet, euch diese Pfeife zu holen, dann ist jetzt mit der Division 2 auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt gekommen. Alles in allem, für mich eine coole Pfeife, die mir persönlich ein bisschen zu groß ist, aber das ist Geschmackssache. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von den Änderungen bei X-Hooker. Sehr nices neues Paket. Ich bin gespannt, wie sie bei euch ankommt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch die Pfeife interessiert, ob ihr euch vielleicht schon eine bestellt habt und wie ihr sie findet. Ansonsten gerne ein bisschen Support in Form von einem Kommentar, einem Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Das würde ich auf jeden Fall feiern und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.